Ihr Lieben, Daumen drücken. Wir haben es fast geschafft. Wir sind im vorletzten Video zu Frank Baumann. Es war ein Marathon, ich kann euch das sagen. Jessica ist heute leider nicht dabei, die hat Internetprobleme, die guckt sich hinterher das Video an. Ich habe mal ein paar Themen rausgesucht. Wie gesagt, wir sind in der Saison 2022-23 gelandet. Und wir sind auf Platz 13 gelandet und haben 36 Punkte geholt. Tore haben wir 51 geschossen und 54 gekriegt. Also Abwehr war nicht gerade so dolle. Wir haben da 10 gewonnen, 6 Unentschieden und 18 Unentschieden geholt in dieser Saison. Wenn wir uns das mal den Kader ansehen, Jiří Paljenka hat da noch von 35, 34 gemacht, Cetera hat da 2 gemacht. Dazu gehört wahrscheinlich das eine DFB-Pokalspiel. Ja, wie sowas. Migo Backhaus haben wir bekanntlich nicht ja verliehen, kommt ja nächste Saison wieder. Vielleicht dann als Nummer 2 zurück, so munkelt man. Weil Jiří Paljenka dann den Verein verlassen wird. Dudu ist jetzt noch dabei, ist auch in der nächsten Saison noch dabei, aber danach wird er ja auch gekickt. Werder reiht sich hier gerade ein. In dieser Saison sind wir auf dem 10. Platz vom Alter gelandet mit 26,7 Jahren. Du kannst natürlich nichts gewinnen, kein Blumenpott für. Wir haben in dieser Saison 32 Spieler. So, das zu dem Thema, Werder kann auch mehrere Spieler haben, wie 30. Haben wir hier auch in der Saison gezeigt, dass wir das können. Das geht also. Wir haben 11 Legionäre, Durchschnittsalter ist 24,7. Weiß ich jetzt nicht, warum die jetzt abweichen da oben. Und unten haben wir eine Zahl von 26,7. Verstehe diese Software hier nicht. 19 Zugänge, 22 Abgänge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob wir die dann noch in der Zukunft benutzen werden, wenn hier die Zahlen vielleicht nicht mehr so stimmen. Müssen wir mal mit Vorsicht genießen, denke ich mal. Bittencourt hat hier aktuell die meisten Spiele, hat hier 229 Spiele gemacht. Der Jung ist aktuell ja noch da, Weiser ist ja noch da, Friedel ist noch da, Pieper ist noch da, Veljkovic ist ja gut, der ist mit uns verheiratet, der ist noch da. Der Niklas Stark, der ist damals gekommen von Hertha, der ist noch da. Lee Buchanan, den haben wir wieder verkauft. Felix Agu ist noch da und performt gerade ganz gut nach seiner Verletzung. Fabio Cairola, ja, den haben wir erst nächste Saison abgegeben an Gladbach. Dominik Becker sagt mir gar nichts, hat auch nicht gespielt. Der Parku Fu war, glaube ich, auch ausgeliehen nach Dresden, hat da nicht überzeugt. Jens Day kam da und ja, performt seitdem eigentlich ganz gut. Hat auch in 19 Spielen 3 Tore geschossen. Die Elia Gruev, der hat da auch gespielt, war sehr wichtig für uns defensiv, hat aber keine Tore geschossen. Wir haben in der nächsten Saison, geben wir den ab. Dazu haben wir ein eigenes Video damals gemacht. Guckt euch das gerne nochmal an. Romano Schmidt, der ist da noch da. Ja, der ist immer noch da. Der hat 16 Spiele damals gemacht, 2 Tore geschossen. Bittencourt schon 29, hat 8 Spiele da gemacht, 4 Tore geschossen. Kroos hat ein Tor gemacht in 8 Spielen, der ist noch da. Niklas Schmidt, den meinte ich auch, den haben wir in der nächsten Saison dann abgegeben. Der ist aber jetzt noch da, hat 18 Spiele gemacht, 3 Tore geschossen. Bom, ja, den haben wir dann, glaube ich, 2 Spiele, hat nichts gerissen. Der Dekenci Rafiosulifu haben wir, glaube ich, ausgeliehen, hat ja auch nur ein Spiel gemacht. Den Yannick Engelhardt, den haben wir nach Freiburg abgegeben. Marvin Dutsch performt hier mit 12 Toren in 19 Spielen. Damals noch mit Lücke zusammen, das Du, die hässlichen Vögel, hat hier 28 Spiele gemacht, 16 Tore geschossen. Zusammen haben wir dann 28 Tore gemacht. Erin Dinci hat hier bei uns in 18 Spielen nichts gerissen. Heidenheim, nächste Saison, performt der über. Spielt da ganz anders, ganz anders eingesetzt. Aber ein Thema für sich. Den Raphael Santos Boré Amorim, den haben wir geholt. Der zählt aber eigentlich in die nächste Saison rein. Ich weiß nicht, warum der hier gelistet wird. Der, oder das wahrscheinlich überschneidet, anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil das ja Saison 22, 23 ist, dass das da so halbwegs mit reinrutscht wegen den Daten, wann wir wen geholt haben. Vermute ich mal, ansonsten macht das keinen Sinn. Der Justin Gemar war ja auch von Dortmund ausgeliehen, kam wieder zurück. Der, achso, den Abde Nego Nakissi, ich weiß gar nicht, ob der war auch ausgeliehen, glaube ich. Der Schönfelder.
Wir gehen gleich mal auf Transfersabgabe. Nick Woltemade kommt zu uns. Der Oliver Bouquet ist ausgeliehen. Und in der nächsten Saison wurde er auch ausgeliehen. Der Maximilian Philipp, den haben wir auch ausgeliehen gehabt. Der ging wieder zurück. Den Nicolas Rapp hatten wir abgegeben gehabt. Und den Benjamin Goller haben wir auch abgegeben gehabt, weil wir Kohle brauchten. Gehen wir hier einfach mal, es ist einfacher für uns, hier nochmal auf alle Bundesliga-DFB-Pokalspiele, okay? Hier haben wir nochmal alle Bundesliga-Spiele, ist aber glaube ich nicht so interessant für uns, wer welche Spiele was gerissen hat. Und dann haben wir hier nochmal DFB-Pokal. Er hat auch Schiri beide Spiele gemacht. Hätte der ZT jetzt auch mal einsetzen können, finde ich. Aber gut. Dann hatten wir hier nochmal die Marktwerte dazu, ist auch mal vielleicht ganz interessant in der Saison. Damals hatte Dutschi einen höheren Marktwert gehabt als Füllkrug. Dutschi hatte 13,1 Millionen, Füllkrug hatte nur 8,5. Friedl hatte 8,4, unglaublich. Selbst der Boré hatte 7,4, Pieper hat 6,5, Stark hat 5,7, Velkovic hat 5,6, unglaublich noch. Romano Schmidt hat nur 4,8 da gehabt, Jens Day hat 4,5 da nur gehabt, Gruev hat da 4,1 gehabt. Palenka hat 3,7 noch, Weiser hat nur 2,7 Marktwert gehabt, aber steigend. Binkort 2,7, Schmidt 1,8 Millionen, Jung 1,7, Beste 1,6. Weiß nicht, warum der drin steht. Muss die Leihe ausgelaufen sein und wir haben den da endgültig abgegeben, ansonsten macht das gar keinen Sinn, dass es da gelistet wird. Der Lebo Ken 1,2 Millionen, die wir noch die Saison abgegeben haben. Christian Groß kostet hier auch noch 755.000. Ja, Fabio Chirodia, das ist leider auch so eine traurige Geschichte. Da hat er bei uns noch gespielt, aber den haben wir auch ganz billig abgegeben. Traurig, und da war viel Talent drin in den Jungen. Erin Dinci, ja, haben wir den jetzt auch aktuell abgegeben. Für 5 Millionen geht er wohl nach Freiburg, weil da spielt er halt noch. Justin Lemar, wie gesagt, der kam da zurück von Dortmund, die wollten den nicht haben und die bei uns performte über, da haben wir Glück gehabt. Nick Woltemade da eingewechselt, kostet da 589.000, geht aber ablösefrei wohl nach Stuttgart. Felix Agu haben wir für ein Abel und Ei geschlossen, 564.000. Engelhardt, den haben wir damals für 2 Millionen an Freiburg vertickt, kostet hier 556.000. Der M. Bomb 541.000, der Nakishi 423.000, der Straudi, muss immer Abwehr gewesen sein, hat immer aufgerückt. Marktwert von 339.000, Zetterer hat hier noch einen Marktwert von 259.000, bei Debatschi hat 221.000, Becker hat hier 190.000, Schönfelder 188.000 und der Salifu 118.000. Ich meine, den haben wir auch teurer geschossen, war das nicht irgendwie sowas? Da könnt ihr mich hier dran erinnern. Transfers. Da wollte ich nämlich auch hin. So, Mio Backhaus, der ist ausgeliehen. Borg ist ausgeliehen. Rapp ist verkauft. Beste, ja, das müssen wir dann transfermäßig da verkauft haben. Was für ein Schwachsinn wir da gemacht haben in der Saison. Und bei Heinheim performt der über. Ja, so, und jetzt kann man sehen, wo Pieper kommt von Bielefeld. Die haben auch sehr getrauert, dass sie den abgeben mussten. Starki kommt von Hertha, die haben auch sehr getraut, dass er weg musste. Der Weiser, der war bei Leverkusen ja unter die Roste gefallen. Der kann eigentlich froh sein, dass er bei uns spielen darf. Birki ist leider bei uns immer falsch eingesetzt worden, hat eigentlich viel Potenzial, spielt aber in Midtwelt auch nicht wirklich. Und also gefrostet wieder zurück. Ja, so Schönfelder, das sind alles so die kleinen Sachen, die sind. Dresden war auch der Park, aber der wird auch nicht glücklich werden, weil da hat Markus Anfang ja wohl weg ist. Ja, und ich wollte mal, der war da ausgeliehen gewesen nach Eversberg. So. Da kann man auch mal sehen, dass Philipp zurück nach Wolfsburg gegangen ist. Birki nach Mittwel, der Rapp ist nach Kaiserslautern gewechselt. Die war ausgeliehen nach Dortmund 2. Die haben ihn für schlecht befunden, wollten ihn nicht haben für 5 Mille, weil der ruft Werder dafür 25 auf. Der Nakichi, ich weiß gar nicht, ist das Verkauf oder Ausleihe, müsste ich nochmal nachlesen. Der ist hier nach Almeolo gewechselt und der Boré, der wird wohl, der Vertrag ist ja so gestaltet, dass er nach Eintracht Frankfurt zurückwechselt, aber die haben ihn schon weiterverkauft, ne? War auch ein kurioses Ding, was wir da gerissen haben. Aber eigentlich gehört der gar nicht in diese Saison, der gehört ja eigentlich in die nächste. Ich weiß nicht, warum das so komisch aufgelistet wird. So, Abgänge können wir hier nochmal sehen.
Ist ja Goller nach Nürnberg gewechselt, der Lukavic. Das war ja hier so eine Kiste. Der ist hier aufgelistet, aber ist ja damals noch ausgeliehen gewesen, denke ich mal. Aber den haben wir nach Polen verkauft für viel Geld. Riesenmäßiges Abwehrtalent hätten wir eigentlich halten müssen, aber egal, haben wir viel Kohle für gekriegt. Ömer wechselt dann nach Antalyaspor. Plotmann ist weg nach Defender. Die Tore Jakobsen ist ja, glaube ich, auch nicht glücklich geworden. Elversberg, der Beste, siehst du, den haben wir dann noch einhand in der Saison abgegeben. Megamäßig schlecht gescoutet, den hätten wir behalten müssen. Da performt er über. Auch so ein typischer Baumann-Fehler dann in dem Fall, kann man nicht anders sagen. Kipa, Bacci nach Oldenburg, Lukas Mai kehrte zurück nach Bayern, war eine Riesenniete und mit großer Klappe kam er nach Bremen. Der AC auch im Riemen. Genauso wie mein, ein riesen Baumann-Fehler gewesen, der geht zurück nach Football und Maximilian Philipp Notnagel, der gekauft werden oder geliehen werden muss, wandert zurück nach Wolfsburg, hat auch nicht wirklich was gerissen. Ja. Ansonsten bin ich hier nochmal auf die Transfers eingegangen. Wir haben gar nicht großartig Geld ausgegeben für Zugänge. Wir haben eigentlich durch Abgänge 350.000 eingenommen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Liste up-to-date ist. Weil normalerweise haben wir ja auch Laien gemacht. Oder haben wir dann noch Handgeld bezahlt? Boré ist noch ablösefrei unterwegs. Der Philipp ist auch noch ein paar Laie gewesen bei Werder. Der Rappo war durch Leihe, damals nach Kaiserslautern weg. Der Goller war dann durch Transfer nach Nürnberg weg. Der wollte mal aber nach Elversberg für Leihe weg. Der Naschkussi ist jetzt doch eine Leihe. Nach Almelo weg. Der Weiser kam zu uns ablösefrei. Und der Park, der kam auch per Leihe von Dresden zurück. Und der, wie hat er ausgesprochen? Derby Conti. Achso, das ist Liam Buchheim. Okay, den haben wir damals transferiert. Also, das ist der Verein, wo der herkommt, okay, verstehe. Und dann hier Lars Mai, der kam per Laie von Bayern. Wie gesagt, große Klappe nichts dahinter. Den kann ich mich nicht erinnern. Die Belu Halununi kam ablösefreier Transfer. Ging der nach Magdeburg, hat Werder abgegeben, okay, kann mich nicht daran erinnern. Starki kam von Hertha, wie gesagt. Ömer ging nach Antalyaspor. Der Körper haben wir nicht mehr gemacht, ansonsten ein super Kerl. Jens Day haben wir gekauft, steht leider kein Geld bei. Von Kopenhagen. Für Bacci haben wir abgegeben, steht auch kein Transfer bei. Hier steht mal ein bisschen Geld dabei. Hier haben wir nicht das Beste. Unglaublich, der Heidenheim will da jetzt aktuell 15 Mille für haben. Wir haben den für 350.000 verkauft. Das ist ein riesen Baumann-Fehler da, ey. Kann man nicht anders sagen. Gut, hier haben wir hier ablösefrei, konnten wir Piper schießen. Das war wieder ein guter Transfer von Baumann. Muss man auch mal zugutehalten, das hat er gut hingekriegt mit Clemens Fritz zusammen. Der Salifu, ablösefrei, damals gekommen. Dos Santos, Leihrückkehrer, können wir auch überhaupt nicht gebrauchen. Schönfelder, Laie nach Regensburg und Leihrückkehrer, Arcel. Ja, wie gesagt, können wir nicht gebrauchen. Daniel Klaasen, okay, da haben wir 14 Millionen dafür gekriegt. Das ist auch ordentlich, das kann man Baumann auch mal positiv anlasten, weil ich kriege ja Kritik gekriegt, dass ich ja nicht immer so negativ sein soll. Ja, den Marco Marin. Achso, hier steht jetzt auch die Top 10 der größten Transfers des SV Werder Bremen. Ah, okay. Den Marco Marin habe 8,2 Millionen nach Bremen geholt. Ach, jetzt verstehe ich das, da haben wir 14 Millionen für bezahlt. Ah, okay. Das wäre hier nochmal ein Thema für sich, glaube ich, für ein eigenes Video, sehe ich gerade mal so. Okay, dann machen wir das nochmal. Gehen wir jetzt einfach mal weiter. Ole Werner, wir sind ja in dieser Saison 2022-23. Da hat er 10 Siege geholt, 6 Unentschieden, 18 Niederlagen. DFB-Pokal ein Spiel gemacht und einmal Unentschieden. Kann aber nicht stimmen. Normalerweise ist es wahrscheinlich, dass Elfmeterschießen entschieden wurden und haben sie vergeigt. So. Ach nee, in der zweiten Runde ist er vergeigt. Okay, gut, eine Runde hat er geschafft. Naja, gut. So, dann sind wir hier gelandet. Wir haben einmal Ducci und Weiser in der Startelf des besten Spieltages. Und da sind die beiden am 29. Spieltag mal aufgelistet mit 3 Toren und hier 4. Insgesamt bis dahin geholt. Da gehen wir auch mal weiter. Hier können wir mal sehen, dass der
Jans kam, Blick durch Schlüsselloch, so arbeitet wer das Kaderplaner Jans. Video spiele ich jetzt gar nicht erst an, sonst kriegen wir wieder GEMA-Probleme. Der Werder Bremen Johannes Jans ist aus Salzburg in seine Heimat zurückgekehrt und verfolgt große Pläne. Vor allem heißt, er wollte Talente sollen zu Werder gelockt werden. Als Werder am 9. Juni die Verpflichtung von Naby Keita bekannt gab, haben viele Fans in Bremen also erstmals von Johannes Jans gehört. Der 41-Jährige ist der neue Kaderplaner bei Werder Bremen, gilt als Keita, als Vater des Transfers. Aha. Ist eigentlich, wird das ins nächste Video rein, aber hier kam der eigentlich schon mit der ganzen Vorbereitung. Ich packe die Links nochmal drunter. Da war die Frage, was sich Bremen leisten kann, wie entwickelt man Spieler und so weiter und so fort. So, da wollte man Keita noch aufbauen. Wird aber eigentlich in die nächste Saison rein. Es ist so ein bisschen da reingerutscht, aber ist nicht schlimm, weil wir so einen Übergang haben zwischen 22 und 23. So, dann sehen wir hier nochmal die Bilanz, wo ich hier nochmal geguckt hatte. Das wäre da eigentlich, da wollte ich mit anfangen, genau. Ist ja in mehreren Perioden aufgelistet. Ist ja eigentlich immer so ein Vorjahr und ein halbjähriges Geschichte gewesen. Da haben sie noch 57,2 Millionen erwirtschaftet, den sie dann schon bereits vorher hatten sie dann nur 6,3 Millionen geholt und holten insgesamt ein Jahresergebnis von 17,9, also dass ja mal zwei Perioden aufgeteilt wird. Und da hatten sie das Endergebnis von den 57,2 Millionen überschritten und haben dann wieder 82,2 Millionen geholt. Und man sieht, wer da so langsam im Aufwind in dieser Saison. Periodenergebnis erhöht sich auf 10,9 Millionen. So. Da sind wir ja nochmal, wir haben da schon mal drüber berichtet, zum 31.12.2023. Da haben wir schon mal ein eigenständiges Video zu gemacht, kann man sich gerne nochmal angucken. Ich möchte das nicht nochmal alles auseinandernehmen und vorlesen. Das kann man sich dann nochmal antun, unser gezieltes Video zu dem Thema. Aber Werder fährt endlich wieder Gewinn. So dass wir wahrscheinlich die Prognose machen werden, dass wir vielleicht spätestens nach 5 Jahren, wenn das gut so weitergeht, denke ich mal, die Schulden komplett abgebaut haben werden. Das kann man so als Prognose sagen. Wenn wir in Europa schaffen sollten, in dieser Saison, denn der danach kommt, dann könnten wir mal als große Vorausschau machen, dann werden wir, glaube ich, schneller die Schulden abbauen, weil du Bums in Europa gleich 20 Mille kriegen kannst. Dann wären wir wenigstens erstmal schuldenfrei. Ja. Es kommt dann nochmal das Video 2023, 2024. Und ich weiß, ihr brennt alle schon gewaltig. Danach kommt erst das eigentliche Video, das Fazit, wie es vom Baumann in all den Jahren war. Beziehungsweise seine Transfers, kohletechnisch. Das müssen wir dann alles nur ausarbeiten und zusammentragen. Und erst dann kann man, wenn man das in der Tabelle gegenüberstellt, erst richtig sehen, wie war er und wie war er nicht. Wir haben jetzt ja nur gemacht in den einzelnen Jahren, was war da los und wie war das in dieser Zeit und was gab es vielleicht für bestimmte ja, Ereignisse, was hat es quasi schwieriger gemacht, Transfers zu machen oder zu verkaufen. Ja, aber wir wollen denn ein Gesamtfazit ziehen und am Ende von Frank Baumann machen wir einen Strich drunter, wie es denn gewesen ist. Kommt der jetzt doch so positiv weg oder kommt der doch so negativ weg oder ist er ein solider Manager gewesen, hat das Mittelmaß erreicht? All das wollen wir dann nochmal herausarbeiten. Darum geht es mir auch so ein bisschen. Es ging mir auch darum, dass Jessica so ein bisschen auch die Mannschaften kennenlernt, die wir in der Vergangenheit hatten. Und dann schreibt uns mal drunter in den Videos, wie euch das denn gefallen hat bis hierhin, was man da vielleicht noch verbessern kann, weil ich wollte die anderen Jahrgänge auch nochmal auseinandernehmen mit Thomas Schaaf, Klaus Allofs und so weiter und die Jahre davor. Vielleicht habt ihr da noch gute Links zu Webseiten, die man noch aufrufen könnte, welche Themen da unbedingt in die, welches Jahr irgendwo rein muss. Ja, schreibt mir in den Kommentaren, was euch gefallen hat, was positiv war, was negativ war und wir schnacken drüber. Das war bis jetzt Frank Baumann 2022, 2023. Wie gesagt, Platz 13 erreicht mit 36 Punkten. Und damit verabschiede ich mich. Das nächste Video wird erst kommen, wenn unsere aktuelle Saison, wir sind ja aktuell hier in der Saison 2023, 2024, es fehlen noch 3 Spieltage, wie man gerade aktuell sieht, bis die durch sind. Erst dann werden wir nochmal ein Video zu das nächste Thema kommen.
Und dann werden wir drunter noch ein Video machen, wie quasi das Fazit ist zu Frank Baumann alle Saison durch. Vielleicht die größten und besten Transfers machen, was war top, was war flop. So, und wenn ihr noch ein paar Ideen habt, was man da noch so draus machen kann, basteln könnt, dann müssen wir mal was Eigenes basteln, weil ich glaube nicht, dass man sowas im Internet findet. Dann schreibt mir mal drunter, vielleicht ist der ein oder andere auch mit Word, PowerPoint super bei, kann uns irgendwas basteln, irgendwas animieren. Ich hätte auch gerne nochmal so einen Abspann für so ein Video. Vielleicht kann uns irgendjemand sowas fertig machen. Ich habe leider nur alt abgelaufene Webprogramme und sowas, wo ich nicht wirklich viel draus basteln kann mehr, weil die ganzen Programme teilweise nicht mehr funktionieren. Wir haben alte Rechner, die neuesten Programme, da kriegen wir schon Schwierigkeiten mit auf dem Rechner. Aber wenn ihr sowas habt, wenn ihr da so cool drin seid und könnt damit umgehen, das ist euer Business vielleicht. Vielleicht zaubert ihr uns was Schönes. Ich denke mal, unsere Videos hätten auch ein tolles Abspannvideo in Anführungszeichen auch mal verdient, oder meint ihr nicht? Klimpert mir das in den Kommentaren runter und wir schnacken drüber. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder, meine Freunde. Bis dann. Ciao, ciao.